Was heißt es in der heutigen Gesellschaft, ein Mann zu sein? Vor einigen Jahren war die Antwort noch klar. Wenn du einen Anzug hattest, geraucht hast und dominant warst, dann warst du ein Mann wie jeder andere. Doch wie wirst du in der heutigen Zeit zu einem erfolgreichen, attraktiven und glücklichen Mann? Um diese Frage zu beantworten, habe ich 8 Fähigkeiten für dich, die jeder Mann meistern sollte. Bereit für die unschöne Wahrheit? Das Besondere an diesen Fähigkeiten ist, dass du sie nicht perfekt können musst. Niemand ist in der Lage, alle 8 gleichzeitig zu meistern. Wenn du jedoch konstant daran arbeitest, dann verspreche ich dir, dass du dir gegenüber 95% der Männer einen riesigen Vorteil verschaffen wirst. Du wirst attraktiver, glücklicher und erfolgreicher werden. Und meiner Meinung nach hast du dann ohne Frage das Recht, dich als Mann zu bezeichnen. Lass uns anfangen. Fähigkeit Nummer 1. Beziehungen. Die Fähigkeiten sind in keiner bestimmten Reihenfolge, doch Beziehung ist meiner Meinung nach sehr weit oben auf der Liste. Es kann die Beziehung zu einer höheren Macht sein, zu Familie, Freunden oder Arbeitskollegen. Doch es gibt keinen Mann da draußen, der wirklich erfolgreich wurde, ohne Hilfe zu bekommen. Ein einsamer Wolf zu sein klingt vielleicht cool, doch es funktioniert auf Dauer nicht. Irgendwann wirst du einen Punkt erreichen, an dem du alleine nicht mehr weiterkommst. Dann ist es entscheidend, welche Beziehung du in deinem Leben hast. Dein Umfeld, dein Team wird dir helfen, deine Ziele zu erreichen und natürlich sind auch sie auf dich angewiesen, um erfolgreicher zu werden. Fähigkeit Nummer 2. Intellekt. Diese Fähigkeit ist nicht leicht, doch wir müssen uns ständig weiterentwickeln, lernen und an uns arbeiten. Dafür musst du offen für Neues sein und akzeptieren, dass du nicht alles weißt. Auch wenn das für uns Männer nicht immer einfach ist. Es gibt unzählige Coaches, Bücher, Kurse und so viel mehr da draußen. Diese großartigen Möglichkeiten nicht zu nutzen, ist ignorant. Fähigkeit Nummer 3. Deinen Schatten akzeptieren. Laut dem Psychologen Carl Gustav Jung hat jeder von uns einen Persönlichkeitsanteil, der sich der Schatten nennt. Der Schatten ist unsere dunkle Seite. Die meisten Männer unterdrücken diese Seite ihr Leben lang. Das führt jedoch dazu, dass sich immer mehr Wut, Trauer und andere negative Emotionen in ihnen anstauen. Du musst lernen, deinen Schatten zu akzeptieren und zu lieben. Akzeptiere all die verrückten Gedanken, die Ängste und die negativen Gefühle, die du hast. Davor wegzurennen, sorgt nur noch für mehr Leid. Fähigkeit Nummer 4. Führung. Als Mann wird irgendwann der Punkt in deinem Leben kommen, an dem du Führung übernehmen musst. Das kann im Beruf sein, in einem Verein, wenn du Vater wirst oder bei etwas völlig anderem. Jeder Mann sehnt sich danach, Verantwortung zu haben, anderen den Weg zu zeigen und sie in eine Zukunft zu führen, die sie alleine niemals erreicht hätten. Auch wenn viele Männer diesen Wunsch unterdrücken. Sei offen dafür, Führung zu übernehmen, habe den Mut dazu und trainiere deine Leadership Skills. Fähigkeit Nummer 5. Der richtige Umgang mit Geld. Du musst deine Finanzen unter Kontrolle haben, um ein erfolgreicher Mann zu werden. Du musst wissen, wie du aus Schulden herauskommst, wie du sparst und ganz allgemein, wie du richtig mit Geld umgehst. Sobald du diese Fähigkeiten meisterst, wirst du automatisch mehr Wohlstand in deinem Leben anziehen. Geld zieht Geld an. Das ist fast schon ein natürliches Gesetz. Fähigkeit Nummer 6. Fitness. Es ist unglaublich, wie sich Menschen verändern, sobald sie anfangen, regelmäßig Sport zu machen und sich besser zu ernähren. Nicht nur ihre Fitness wird besser, sondern auch ihre Beziehung, ihr Liebesleben, ihr beruflicher Erfolg und so vieles mehr. Es gibt meiner Meinung nach keine Ausrede, als gesunder Mann nicht zum Sport zu gehen. Lerne eine Kampfsportart oder gehe ins Fitnessstudio und ich verspreche dir, dein Leben wird sich in jedem Bereich verbessern. Und abgesehen davon ist eine der Aufgaben von uns Männern, andere zu beschützen. Das kannst du nur, wenn du fit bist. Fähigkeit Nummer 7. Eine Mission haben. Wir Männer lieben es, etwas auf dieser Welt zu bewegen und dabei einen höheren Sinn zu verfolgen. Deshalb sind wir von Superhelden und Kriegsfilmen so fasziniert. In jedem dieser Filme gibt es einen Helden, der für eine Sache kämpft, die größer ist als er. Ich bin der Überzeugung, dass jeder Mann in sich ebenfalls den Drang verspürt, der Held in seiner eigenen Geschichte zu sein. Und dafür brauchst du eine Mission. Das heißt nicht, dass du dir zum Ziel machen musst, die komplette Welt zu verändern. Deine Mission kann sein, jeden Tag 1% besser zu werden oder einen durchtrainierten Körper aufzubauen. Deine Mission kann sich auch von Zeit zu Zeit ändern und größer werden. Doch fange an, etwas in deinem Leben zu haben, wonach du strebst. Fähigkeit Nummer 8. Disziplin. Für jede der zuvor genannten Fähigkeiten ist eine Sache entscheidend, deine Selbstdisziplin. Als Mann brauchst du die verdammte Disziplin, jeden Tag an dir zu arbeiten, deine Ziele zu verfolgen und dein Ding durchzuziehen. Einer meiner Mentoren ist ein Milliardenunternehmer. Seiner Meinung nach war der Nummer 1 Schlüssel zu seinem Erfolg, jeden Tag einfach aufzutauchen.
Die Disziplin zu haben, jeden Tag ins Gym zu gehen, jeden Tag an seinem Unternehmen zu arbeiten und jeden Tag besser zu werden. Wenn du diese Fähigkeit meisterst, dann führt kein Weg daran vorbei, dass du ein erfolgreicher, attraktiver und glücklicher Mann wirst. Ich habe gegen Ende noch ein kleines Geschenk für dich. Wenn du ein Mann werden willst, der sein Leben dominiert, dann schenke ich dir mein E-Book Dominiere dein Leben, 11 Regeln, mit denen du jedes Ziel erreichst. Dieses E-Book enthält 11 Regeln, die dein Mindset für immer verändern. Vom Versager zum absoluten Gewinner. Das hier ist der Inhalt, der mich vom orientierungslosen Studenten zum weltreisenden Unternehmer gemacht hat. Und dein Mindset entscheidet, ob du es schaffst oder eben nicht. Wenn du nach diesen 11 Regeln handelst, würde dich keiner mehr aufhalten können. Punkt. Du kannst dir das E-Book gratis runterladen, indem du auf den Link oben in der Infokarte klickst. In diesem Sinne, dominiere dein Leben. Das war's von mir, deinem Dennis. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.